Nachdem wir die Kartengrundlage eingefügt haben, benötigen wir nun Daten, beispielsweise unsere Kundenliste mit Umsatzzahlen, die wir in der Karte darstellen möchten. Zu der Kartengrundlage, die wir für unsere Auswertung verwenden möchten, benötigen wir den passenden Raumbezug in der Datentabelle. Für Analysen auf Ebene der deutschen Postleitgebiete müssen unsere Daten beispielsweise eine Spalte mit den fünfstelligen Postleitzahlen enthalten. Für Auswertungen auf Ebene der Bundesländer benötigen wir analog eine Spalte mit den zweistelligen Länderkennziffern. Selbstverständlich erlaubt EasyMap auch Analysen auf Basis von geografischen Koordinaten. Sie können Ihre externen Daten auf zwei unterschiedliche Weisen mit EasyMap verbinden. In der Hauptmenüzeile unter dem Menüpunkt Daten haben Sie die Auswahl, Daten zu importieren oder zu verknüpfen. Beim Datenimport erstellt EasyMap eine Kopie der Daten. Bei einer Verknüpfung hingegen besteht eine Verbindung zur Quelldatei, sodass Sie Änderungen an den Daten nur an der Datenquelle selbst vornehmen können. Beachten Sie, dass bei verknüpften Daten bei jedem Öffnen und Aktualisieren der Kartenmappe ein Zugriff auf die Datenquelle erforderlich ist. Bei importierten Tabellen können Sie Änderungen nur in EasyMap vornehmen. Ich importiere die Daten. Es öffnet sich ein Assistent. Hier stehen Ihnen diverse Datenschnittstellen zur Verfügung. Ich entscheide mich für die Microsoft Excel Arbeitsmappe. Steuern Sie hier den Speicherort der gewünschten Excel-Tabelle an. Im nächsten Schritt wählen Sie das passende Tabellenblatt aus. In meinem Fall die Tabelle Kundenstamm. Hier haben Sie die Möglichkeit, den Datentyp der einzelnen Spalten festzulegen. Die Kundennummer formatiere ich als fünfstellige Nummer. Der Kundenname und die Kundenkategorie sind vom Datentyp Text. Für die Spalte der Postleitzahlen wähle ich den Datentyp Postleitzahl Deutschland. Die Länderkennziffer ist eine zweistellige Nummer. Der Umsatz ist vom Typ Zahl. Im letzten Schritt haben Sie die Möglichkeit, einen Primärschlüssel zu vergeben. Dabei handelt es sich um eine eindeutige Identifizierung jeder Tabellenzeile. In meiner Tabelle trifft dies auf die Spalte Kundennummer zu. Nach Klick auf Fertigstellen sind die Daten importiert. Das Steuerungsfenster Daten listet auf, welche Tabellen in Ihrer Kartenmappe vorhanden sind. Unter den externen Daten erkennen Sie importierte Tabellen an dem dunkelblauen Spaltenkopf. Verknüpfte Tabellen werden mit einem hellblauen Spaltenkopf gekennzeichnet. Rechts sehen Sie die soeben importierte Tabelle. Über den Datenkatalog stehen Ihnen verschiedene Markt- oder Potenzialdaten zur Auswahl. Über die Bestellformulare können Sie die entsprechenden Daten direkt bei uns bestellen. Alternativ senden Sie uns eine Anfrage für individuelle Datenpakete. Erfahren Sie in den nächsten Videos, wie Sie auf Basis der Daten und Kartengrundlagen Analysen erstellen können.